Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Clash of Clans Dienstling und willkommen bei meinem zweiten Account. Und dieser Baum stört. Weg mit dir. Okay, erstmal die Sachen einsammeln. Oh, war schon lange nicht mehr drin. Meine Sammler sind schon fast komplett voll. Elix ist wieder voll, sehr schön. Einer hat letztens wirklich in den Kommentaren geschrieben, Heaven, wieso gibst du deine Elix nicht aus? Ich würde es machen, wenn du mir sagst, wofür. Also ich meine, ich habe alles mit dem Elix gekauft. Wir haben die Goldminen auf Max, Goldlager auf Max. Die Goldminen sind auch auf Max. Ja, oh, nicht boosten. Die Kasernen sind alle auf Max, da können wir nichts machen. Und im Labor sind auch alle Sachen aufgewertet. Wenn ich mein Labor finden würde, hier oben. Also ich kann mit dem Elix nichts anstellen. Nada. Niente, nichts. Das ist schade. Ich würde es euch gern geben. Schreiben wir als allererstes mal, sagt Hallo zu YouTube und dann stalken wir mal bei dem einen da. Ich weiß, ich habe nicht Hallo geschrieben. Jetzt habe ich Hallo geschrieben. Danke. Mein Handy ist schlapp. So, schauen wir ganz kurz hier rein, was hier gerade passiert. Wer greift wen an? Angreifer X-Master Michi, er greift Remo an. Wir haben, oh, Magier und Valkyren und Giants und King. Oh, jetzt brauchen wir einen Heal-Spell. Er hat nur Rage-Spells, er hat die Heal-Spells schon ausgegeben. Ah, die sehen so bei Low-Hit-Points aus, aber Valkyren sind mega Beast, ja? Also ich glaube, die kriegen das hin, ja? Ich bin mal sehr gespannt, ob er wirklich den 3-Star holt oder ob es bei einem 2-Star bleibt. Ich glaube, es bleibt beim 2-Star. Ich meine, die Valkyren, habt ihr es gesehen? Da waren einfach zwei Gebäude, die Valkyren drehen sich einmal alle beide kaputt. Ja, aber es wird ein 2-Star bleiben. Trotzdem ein schicker 2-Star. Ich meine, war nicht übel. Wir haben ja jetzt nicht alles richtig verfolgt von Anfang an, aber sah ganz schick aus. Schöner Two-Star. Viele Grüße an euch zwei. So, als allererstes, ja, ich kündige jetzt was an. Ihr dürft wieder in die Kommentare schreiben, Hashtag Heaven greift an und dann schreibt ihr irgendeine Armee. Ich zeige euch nochmal meine Truppen, die ich zur Verfügung habe. Wartet hier. So, da seht ihr alle Truppen, die ich habe. Mehr habe ich nicht, ja? Also schreibt jetzt nicht Babywache, ja? Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Also ihr schreibt Hashtag Heaven greift an. Dann schreibt ihr eure Armee. Also zum Beispiel 10 Valkyren, 3 Magier, 5 Mauerbrecher und dann auch noch die Spells, die ich benutzen soll, ja? Und wenn ihr das gemacht habt, schreibt ihr dahinter, wie ich damit vorgehen soll. Beziehungsweise was ich machen muss, worauf ich achten soll. Zum Beispiel damals setze 2 Packers rechts, setze 2 Packers links, jeweils einen Heilerin hinterher und dann schickst du deine Magier in einer Linie dahinter, Mauerbrecher und zack, Rage und Heal, bla bla bla. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr für Vorschläge macht. Ich suche mir dann einen aus fürs nächste Video und dann werden wir die Armee benutzen. Denkt dran, ich brauche auch eine Clanburg, ja, also ihr könnt euch dann auch irgendwas für die Clanburg ausdenken, ob es ein Golem ist, etwas, das nicht wirklich dazu passt oder ob ihr etwas nehmt, was wirklich auch komplett dazu passt. Also ihr könnt entscheiden, YOLO oder wirklich vernünftige Angriffsstrategie. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr da so auswählt. So, wo ist es? Remo, hi Heaven, vielen Dank für die Magier. OP Chaos, hallo YouTube. OP Chaos, kannst du mein Dorf schlagen? Heaven, kannst du mich besuchen? Bin noch nicht lange hier. X-Master Michi, Heaven, darf ich dich angreifen? Okay, wartet. Wir schicken mal mein normales Layout, das hier. So. Und dann werde ich angegriffen und wir greifen in der Zwischenzeit OP-Chaos an. Und danach besuchen wir Remo. War es Remo? Ich glaube Remo, ja? Greifen wir ihn an. So, schauen wir mal. Nichts in der Clanburg drin. Okay. Ja. Also ich meine, wir haben unsere normale Farming-Strategie. Keine Queen auf diesem Account, das ist mir bewusst, leider. Aber wir versuchen mal unser Bestes und greifen dieses Dorf. Ist das mein gleiches Dorf? Ist das meins oder ist das nicht meins? Ehrlich gesagt, ich bin so selten auf diesem Account, das ist nicht meins. Okay, es ist 100% nicht meins, aber es erinnert mich an irgendeins. Irgendwo erkenne ich das jedenfalls. Fragt mich nicht woher, aber okay, ich kenne dieses Base-Layout. Egal, wir versuchen mal unser Bestes und machen heute mal Tryhard Day. Nein, nicht Tryhard. YOLO. Nein, auch nicht YOLO. Wir versuchen einfach mal ein bisschen hier anzugreifen, ja? Das Gute ist, wir verlieren ja nicht unsere Armee und können dann gleich auch noch einen Live-Angriff machen, wenn wir hier mit durch sind. Ich heal jetzt mal. So, jetzt können wir den King hinterher schicken. Jetzt kommen die Clanburg hinterher und jetzt kommen noch zwei Mauerbrecher auch noch hinterher. So, und dann müssten wir eigentlich relativ schnell in die Mitte kommen.
Und dann können wir gleich... Oh, die Sprungfalle war da sehr gut gesetzt. Dann können wir gleich hier einen Rage setzen. Dann hoffe ich, dass sich unsere Truppen so in die Mitte dann reinsetzen. Sehr gut. Und hier nochmal ein Shield-Spell. Dann haben wir die Zauber schon mal verteilt. Okay, und jetzt von hinten können wir jetzt mit Ladies so ein bisschen aufräumen. Zack, zack, zack. Was in der Mitte passiert, das sehe ich gerade gar nicht. Okay, Rados wird geholt. Sehr gut. Das ist nice. Und jetzt kommt der Part. Wir haben das Rados geholt und haben jetzt noch so ein großes Mauerstück vor uns. Wie kommen meine Truppen da durch? Schaffen das meine Giants, das die ganze Zeit zu tanken? Die Magier da oben werden sterben, aber schaffen das meine Giants? Wir können den King gleich zünden. Ja, aber meine Giants sind ja so Baby auf dem Account. Wir können die ja leider nicht weiter aufwerten. Das ist das Problem. Aber ich meine, der Two-Star war ganz okay. Three-Star denke ich nicht, weil wir nicht durch die Mauer durchkommen. Wenn wir eine Queen hätten, wäre das eine andere Sache. Oder ein Zauber mehr. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn es ein Loot-Angriff gewesen wäre, hätten wir definitiv viel von diesem Loot gestohlen. 68%. Keine 69. Oh, 69%, Baby. Los. Lass meine Lady in Ruhe. Nein, you fucking bitch. You fucking bitch. God damn. Dieses dumme Skelett. Habt ihr gesehen? Das läuft da auch noch weg. Ah, ich wollte 69% haben. Dummes Spiel. Nein. Okay, okay, okay. Wir können ja uns ansehen, wie wir angegriffen worden sind. Aber ich wollte erstmal Dings besuchen. Ich soll besuchen Remo. Okay, viele Grüße an dich und willkommen bei uns. Und ich bin gespannt, wie viel Prozent er bei uns geholt hat. Remo, okay. Rathaus draußen. Dein Ernst und der Luftfeger in der Mitte? Ist das für mich jetzt? Hat er das dahin geschickt? Wartet. Schau mal, ob er zerstört den. Okay. Ich wollte schon sagen, irgendwie passt da was nicht zusammen. Also normalerweise ist dann das Rathaus in der Mitte. Ja, sieht ganz okay aus. Also ich meine, das ist die Base, die wir eben gesehen haben, die vernichtet worden ist. Vielleicht, wir versuchen das jetzt auch mal bei ihm, ja? Also sieht ganz okay aus. Magiertürme werden aufgewertet. Bin ich zufrieden. Und Mauern sind auch schon schön aufgewertet. Also das ist sehr gut. So. Greifen wir zuerst mal ihn an und dann können wir die Prozentzahl bei uns sehen. Ich habe mich nämlich noch nicht gefunden, weil ich habe gerade gedacht, oh was? Nicht euer Ernst, ich habe gerade gedacht, das wäre ich mit den 68%, aber X-Master Michi hat bei mir genau die gleiche Prozentzahl geholt. Euer Ernst? War das auch 68%? Wir schauen uns das gleich an, ja? Das allererstes Ziel, Luftfeger zu zerstören. Also ist egal, ob wir 1 Stern, 2 Stern oder 3 Sterne holen, wir wollen nur den beschissenen Luftfeger zerstören. Kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Ich versuche es, ja? Ich versuche es wirklich. Ohne Witz, ja? Ich versuche es. Ich gebe mir Mühe. Also mir sind die Sterne egal. Rados ist mir egal. Wir setzen auch keine Bartsch-Truppen zu dem Rados hin. Wir wollen nur in Richtung Luftfeger gehen und versuchen, den zu snipen. Wer auch immer das macht, ist es mir total egal, ob es eine Lady macht, ob es ein Barbar macht, ob es der King macht, ob es die Giants machen oder ob es meine Magier machen. Hauptsache, die dummen Luftfeger sterben. Das ist alles, was ich will. Okay, Heal Spell jetzt da. Dann können die das schön ohne Schmerzen in die Mitte laufen. Giants gehen nach da. Geht keiner in die Mitte? Geht bitte in die Mitte, Leute. Geht in die Mitte. Soll ich noch warten mit dem Rage? Ich setze jetzt mal den Rage so hier. Dann laufen die da schön hin. Geht in die Mitte. Sehr gut, sie laufen in die Mitte. Luftfeger lebt aber noch immer. Heal Spell hier drauf. Und King, 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 King. Yes. Yes. Alright, perfekt. Ich setze gar nicht mehr die anderen. Okay. Wisst ihr was? Ich habe zwar das Gegenteil behauptet, aber ich hole mir jetzt doch noch das Rathaus. Ich meine, warum nicht? Wenn wir einmal unsere Aufgabe abgeschlossen haben, wieso sollten wir dann nicht noch den Two-Star holen oder so? Ja, also... Wow, immerhin ist der Luftfeger gestorben. King habe ich gar nicht gezündet, oder? Ist egal. Wollen wir wieder 68% holen? Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Genau 68%. Eigentlich war ja 69% geplant, aber okay, 68%. 69%, okay. Sind wir heute so im 68-69er Bereich. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Habe ich mich verguckt? Oder hat er wirklich 68% bei mir geholt? Weil ich habe ja 68% bei ihm geholt. So, jetzt wird's Zeit. So. Ich habe bei OP Chaos 68% geholt. Ja? Und X-Master Michi hat bei mir auch 68%. What the fuck? Holy. Okay. Okay. Dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und dann muss ich mal lesen, was die da geschrieben haben. Weil da war irgendwas für mich bestimmt. So.
Das ist meine Base, kennt ihr ja. Und ja, 68%. Wow, Giants, Magier, Valkyren. Gleiche Angriffsstrategie wie eben. Ist ja der gleiche, der eben Remo. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, angegriffen hat, den wir gerade besucht haben. Ja, wir haben uns quasi jetzt alle einmal im Kreis angegriffen. So, wieso 68%? Aber okay, okay, cool. So, Erdenking noch auf Level 7. Setzt ihn leider einen Tick zu spät, dass er so einmal nach rechts oben läuft. Das ist schade, wenn er in die Mitte gelaufen wäre, wäre es auf jeden Fall, glaube ich, besser für ihn gewesen. Die Magier können das Rathaus da snipen, aber Gott sei Dank trifft der Magierturm die Magier und kann sie davon nicht abhalten, you fucking bitch. God. Hey, das war, hätte der Magierturm eine Sekunde schneller geschossen, dann, oder eher geschossen, dann wäre der, dann hätte das Rathaus erstmal überlebt und dann hätte er nicht das Rathaus direkt geholt. Aber die Valkyren da oben, Beast. Holy shit, wie schnell die da durchkommen. Die laufen so schnell von den, so, ich bin wieder da, Aufnahme kurz eingefroren. Und die laufen so schnell über die Riesenbomben, dass die Riesenbomben denen kaum Schaden zufügen können. Das ist crazy. Also Valkyren, holy moly. So, wir sind bei 65%, 66%. Mal sehen, wie es ausgeht. Ob er das geplant hat oder ob die Truppen wirklich sterben. 68%. Und er plant es nicht, er bricht nicht ab. Er bricht nicht ab. Die Truppen sterben wirklich. Also das war eine, oh, wir haben unabsichtlich die gleiche Prozentzahl geholt. Wow. Okay, das war cool. Das war cool. So, war jetzt nicht so besonders, aber war schon cool. So. Wo hat wer was geschrieben? X-Master Michi. Hallo YouTube. Heaven, darf ich dich angreifen? Achso, das haben wir ja schon gemacht. Okay. Heaven, darf ich deinen Lamborghini? Ey, den wollte ich schon. Nee, ich. Hey, 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 hey. Heaven, du hast gehört, wenn wir dem Video ein Like geben, bekommt jeder ein Mango-Kopf. Mango-Kopf? What? Heaven, kannst du meinen Bruder grüßen? Okay, viele Grüße an den Bruder von X-Master Michi. Okay, so, jetzt machen wir Live-Fight. Vielen Dank für die Challenges. Jetzt müssen wir einen richtigen Gegner racken. Also sieht ja ganz gut aus. Unsere Truppen sind in Form. Versuchen wir mal jetzt einen zu finden, der relativ viel Loot hat. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn wir einen gefunden haben, der ganz viel Loot hat. Bis gleich. Hey, dafür, dass der Rathaus Level 7 ist, hat er eigentlich vernünftiges Loot. Huh? Also ich meine, knapp 200k von beiden. Ich denke nicht, dass ich viel mehr so schnell finden würde. Also greifen wir einfach mal den hier an. Killer Queen. Oh, sie. Die, greifen wir sie mal an. Okay, das ist eine Base, die ich nicht mag. Das ist sogar die Base, die ich letztens im Freitagsvideo angegriffen habe. Und da habe ich gesagt, mit Hawks ist sie so leicht zu 3-starren. Also das ist die Rathaus 7er Variante davon. Und ich habe nicht wirklich viel Loot geholt. Ich mag die Base nicht. Aber mal sehen, wie wir heute damit zurechtkommen. Ich hoffe gut, ja. Ich hoffe gut. Wir können die Zauber alle ruhig einsetzen. Das spielt keine Rolle, weil mein Mana ist Elix. Mana haben wir hier nicht in diesem Spiel. Mein Elix, oh, ich habe gedacht, die Giants gehen da unten hin zu den und versuchen die Mauer da einzuschlagen. Shit, jetzt war der Heal-Spell ein bisschen wasted. Was ich sagen wollte, Zauber können wir ganz spendabel einsetzen. Ist kein Problem, weil ich sowieso Full Elix habe und das Elix bleibt voll. Von daher ist das nicht weiter schlimm. So, jetzt aber ein vernünftiger Heal-Spell bitte. Wo sind eigentlich meine Magier hingelaufen? Ich habe meine Magier bis jetzt noch nicht gesehen. Die sind bestimmt schon schnell gestorben, ne? Die haben sich zurückgezogen. Die sind einfach abgehauen, ja? So, aber diese Base stellt kein Problem für uns dar. Hoffentlich hoffe ich. Das war auch ein guter Satz. Hoffentlich hoffe ich. God. So, bitte, ich möchte 3-Star ist, glaube ich, nicht möglich, aber ein 2-Star auf jeden Fall. Ich möchte aber das ganze Loot noch mitnehmen. Kriegen wir nicht das ganze Loot? Los, King, reiß zusammen, das ist nur Level 2er und du failst gegen den? Wow, okay, so, jetzt haben wir wenigstens das noch mitgenommen. Sehr gut. Und weiter kommen meine Truppen leider nicht voran. Ich kann hier noch ein bisschen die Kanone gleich ablenken, damit die Ladies da noch weiter dran arbeiten können. Unser King stirbt jetzt. Schade. Aber hey, immerhin ein bisschen Loot geholt da unten, das haben wir jetzt nicht geschafft. Dummer King, ha?
Ach, der King. Wie kann der King so lange gegen Level 2er King brauchen? Aber Ladies haben da unten auch wenigstens viel geholt. Da ist noch ernsthaft was in den zwei Sachen drin. Aber okay. Wo ist denn noch eine Lady? Hier schießt irgendwo eine Lady. Oh, hier. Glaubt ihr, die kann auch einen Schuss abfeuern? Glaubt ihr, die schießt überhaupt auf das Elix? Oder wird die vorher gesniped von der Kanone? Warten wir mal ab und schauen, was sie anstellt. Also sie kommt auf jeden Fall durch die Mauer durch. Wir haben noch 42 Sekunden. So. Lady, schieß. Zeig mir, was du drauf hast. Hol einen Elix-Schuss. Wobei, wir haben 6 Millionen Elix. Also ehrlich gesagt, wir wollen es jetzt einfach nur sehen. Ja, wir wollen es jetzt einfach nur sehen, ob die es kann. Das Elix wäre ja sowieso total egal. So, schieß, schieß, schieß. Ah, Lady. Wow. Okay, immerhin ein bisschen Loot bekommen. Naja, so, wir können aber leider nichts aufwerten. Ah, ganz knapp. Schade. Oh, wir haben hier was drin. Oh, baby. Alright. Nächster Tesla auf Level 5. Das war jetzt cool. In 3, 2, 1. Bam. Perfekt, perfekt. Jetzt haben wir noch 7000 Gold. Wow. Wartet. Wir haben jetzt unsere zweite Armee hier. Das heißt, wir können jetzt... Wir geben jetzt unser Elix aus. Und dann machen wir jetzt einmal das hier ausbilden und dann sind die Truppen wieder da. Und dann können wir jetzt endlich hier unser, naja, wenigstens von zwei Sachen was einsammeln. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, heute kann ich es mir leider nicht aussuchen. Wenn ihr dem Video einen Like gebt, dann bekommt ihr einen Mangokopf. Steht da wirklich Mangokopf? Wartet, wo stand das? Mangokopf. Irgendwo stand Mangokopf. Mangokopf. Einen... Mangokopf. Was ist Mangokopf? Einen Mangokopf? Ihr bekommt einen Mangokopf, wenn ihr diesem Video ein Like gebt. Und ihr bekommt 10.000 Euro. Also ich glaube, das zweite Angebot ist verführerischer, verlockender, ja? So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao und denkt dran an Hashtag Kevin greift an.